Habt ihr den ungläubigen Blick auf der Trainerbank von Bo Svensson bei der Niederlage gegen Schalke gesehen? So geht es dir daheim, wenn du eine Dreierkombi spielst mit Sieg Bayern München, Manchester City und Real Madrid und du sagst deinen Kumpels, der Schein kommt safe. Kommt er nicht und genau so guckst du. Genau, deswegen setzt man nicht auf Favoriten, denn selbst Schalke hat ein Spiel gewonnen. Gratulation FCS 04 und es geht weiter gleich mit einem heißen Borussen-Derby. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Wer ist der größere Loser im Moment? Ja, die zwei Versagerteams spielen im letzten Spieltag vor der WM nochmal gegeneinander. Gladbach, zu Unrecht aus meiner Sicht, haben sie das 2-2 aberkannt bekommen. Kuriose Geschichte, aber darum geht es jetzt nicht. Und noch viel schlimmer ist aber, dass Dortmund eigentlich echt peinlich war gegen Wolfsburg. Das war gar nichts und von daher, glaube ich, könnten sich beide darauf einigen, 1-1 zu spielen. Dann sind sie beide so im Niemalsland, komplett weit weg von den eigenen Erwartungen. Dortmund wollte Meister werden oder zumindest mit drum spielen. Gladbach irgendwo auch wieder anknüpfen. Enttäuschungen, Enttäuschungen, Enttäuschungen. Mit einem Unentschieden können beide leben. Siehst du hier einen Sieger? Siehst du hier viele Tore? Siehst du irgendwas? Ja, doch. Ich sehe Dortmund stärker, auch wenn sie jetzt gerade verloren haben. Dortmund, die lassen einen ja immer hängen, wenn wir gerade mal wieder so ein bisschen Vertrauen gefasst haben. Das war schon öfter so. Und danach, muss man aber sagen, haben sie meistens eigentlich längere gute Serien gehabt in der Vergangenheit. Und diese Niederlage gegen Wolfsburg, meine Güte, das kann passieren. Gegen Gladbach werden sie definitiv sich mehr anstrengen. Die Quote für einen Sieg ist aber zu niedrig, das muss man fast sagen nach diesem Auftritt. Und diese Unentschiedenquote von 4,0 hat definitiv sehr viel schönes Value, denn auch wenn man davon ausgeht, dass Dortmund vielleicht gewinnen könnte, man kann ihnen erstens nicht trauen und zweitens ist die Quote dafür leider zu niedrig. In einem Tippspiel würde ich auch mitgehen, wenn du sagst 1-1. Die Wette auf 4,0 in der X-Quote, absolut Zucker. Fallen viele Tore, Ergebnistipp beim 1-1 ja dann eher nicht, dann hätten wir ein Unterspiel, aber kann ja auch ein 2-2 werden. Aber da ist definitiv kein Value darauf, dass viele Tore fallen, das wissen die Buchmacher, das weiß dementsprechend auch der Tipico Sepp. Ja, der Tipico Sepp. Und dann schauen wir mal weiter. Vor allem muss man ja sagen, in der Bundesliga fallen derzeit keine Unentschieden mehr. Ne? Das ist ganz eigentlich verrückt. Es gibt ja einige Teams, die spielen nur Unentschieden und jetzt gar keiner mehr. Auch diese beiden Teams haben es versaut mit Unentschieden. Leverkusen, obwohl sie zurückgelegen sind, haben sie dann doch noch gegen Köln gewonnen. Köln einfach durch, die brauchen die Pause am allermeisten. Und Stuttgart hat uns tatsächlich jetzt zum zweiten Mal schon im zweiten Heimspiel in Folge in der Nachspielzeit den Tipp versaut, weil wir haben immer auf X2, also auf die Auswärtsmannschaft, gesagt, dass die punkten. Leverkusen hat jetzt gegen Köln gewonnen, gegen Union 5 gemacht. Stuttgart war besser als Berlin, muss man sagen, hat aber trotzdem nicht dominiert. Und deshalb glaube ich, dass diese Quote auf Leverkusen tatsächlich Value hat. Also ich sehe hier eigentlich einen souveränen 2-0 Erfolg, weil Stuttgart gehört schon wirklich irgendwo zwischen Platz 14 und 16 und Leverkusen nicht. Also ich glaube schon, dass die jetzt eine Serie starten. Müsste man meinen, die Quote mit 1,75 ist natürlich gefährlich und gerade wenn man auch wieder Vertrauen zu Leverkusen hat, Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim, Dortmund, das sind so diese Mannschaften, immer wenn du gerade mal denkst, ja, okay, jetzt bin ich überzeugt, setze ich doch mal gegen eine schwache Mannschaft auf die, dann verlieren die ohne Grund oft und das habe ich bei Leverkusen jetzt auch ein bisschen Bammel davor, aber grundsätzlich alles richtig, wenn man auf die setzt. Ich verstehe auch absolut, dass du sagst, da 1,75 reicht nicht, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, wir sagen, die gewinnen, dann sollte man sich vielleicht mal Asian Handicap minus 1 anschauen, dann würden sie bei einem knappen Sieg ja, würden wir die Quote zurückbekommen und bei einem höheren Sieg, also das prognostizierte 2-0, da hätten wir dann immerhin eine Verdopplungsquote. Kann man sich überlegen, außer wenn man halt sagt, Stuttgart ist mir zu gefährlich, aber ehrlich gesagt gibt der Kader jetzt von Stuttgart auch nicht so viel her, dass Leverkusen sich da ins Höschen machen sollte.
Ja, definitiv. Also Leverkusen minus 1 bei einer 2,15. Augsburg zu Hause, ja, was ganz anderes als auswärts. Und jetzt kommen die zwei Teams, die in jüngster Vergangenheit gegen den ehemaligen Tabellenführer Union Berlin gepunktet haben. Bochum hat die sogar besiegt, als sie Tabellenletzter waren. Augsburg hat jetzt gerade hier einen Punkt geholt. In der größten Festung des deutschen Fußballs, in der alten Försterei, bei den ach so sackstark heimstarken Union Berlinern. Das sage ich jetzt zwar ein bisschen hämisch, aber auch es ist die Wahrheit auch. Und von daher eigentlich stark, was Augsburg da performt. Und dass sie da zwei Spiele verloren haben und auch gegen Bayern verloren, okay, das kann man schon mal machen. Grundsätzlich Augsburg zu Hause sollte die Hosen anhaben. Aber es ist natürlich auch keine Quote, um auf eine Mannschaft wie Augsburg zu setzen. Nee, dann gehen wir dementsprechend noch weiter. Bochum hat echt, echt toll gespielt gegen Gladbach. Es hat zwar dann gedroht, dann doch noch umzuschwenken ein bisschen, aber die Leistung hat daheim echt gepasst. Da muss man auch mal den Hut vorziehen und einfach jetzt mal gucken, wie das Spiel ausgeht. Ja, und vor allem hat es was gebracht, dass sie deinen Interimsfeind Thomas Reis rausgehauen haben. Jetzt sind sie nicht mehr Letzter. Also wer den Reis hat, hat auch den letzten Tabellenplatz, die rote Laterne, und Bochum entsprechend nicht mehr. Aber Augsburg zu Hause ist natürlich normal eine Bank. Draufsetzen ist wieder was anderes. Hertha gegen Köln, auch ganz, ganz ekeliges Spiel im Moment. Also, boah, da wird mir ja schon ein bisschen übel. Ja, verstehe ich. Einfach weil Köln, glaube ich, absolut am Limit ist mit der Doppel-Dreifach-Belastung. Der Kader ist dann vielleicht doch nicht darauf ausgelegt. Die Spieler haben mit Sicherheit Bock. Die ist auch ein gutes Team, haben einen guten Trainer. Aber sie sind jetzt halt dann doch nicht diejenigen, die das so gewöhnt sind. Und von daher ist diese Niederlagen- oder Sieglos-Serie nicht unerwartet. Auf der anderen Seite enttäuscht Berlin eigentlich Woche für Woche. Dann gab es mal Schalke zu Gast, kannst du, ja, dann haben sie gegen Bayern. Gegen Thomas Reis und Co. halt, oder? Ja, dann haben sie, ja, da haben sie gar noch, ich glaube nicht gegen den Kramer gespielt, sondern gegen irgend sowas dazwischen. Also so eine Zwischenlösung hatte Schalke dann mal, glaube ich, die Idee. Auf jeden Fall kannst du dich trauen. Also Sandro Schwarz mag ein ganz nettes Kerlchen sein, aber hat echt, ich habe ja auch vor der Saison gesagt, Berlin steigt ab. Man denkt trotzdem, dass die hin und wieder mal punkten, und das tun sie dann nicht. Und von daher, bevor wir jetzt hier das Kotzen bekommen, gehen wir doch einfach zum nächsten. Wir brauchen jetzt auf beide Teams nicht gehen. Das stimmt, eher noch auf Köln, aber es geht ja unentschieden aus. Dann kann man sich gleich diese Wette sparen und interessantere Spiele anschauen. Hoffenheim gegen Wolfsburg, also ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ja, dafür gehe ich am Samstagnachmittag jetzt mal nicht schon frühzeitig vom Spielplatz nach Hause. Ja, aber die Serie mit dem Kaschmir-Pullover von Niko Kovac hält jetzt auch gegen den BVB, auch gegen Hoffenheim. Das ist ein Zeichen. Heute, ich fahre im Auto, was kommt im Radio? Kaschmir von Led Zeppelin. Ich habe mich noch tierisch drüber aufgeregt, weil es ist ja diese, das dann Puff Daddy mal gecovert hat mit Come With Me. Aber ich habe mich halt drüber aufgeregt, weil dieser Led Zeppelin-Sänger ja also dieses super musikalische Meisterwerk ruiniert. Aber ich habe mir dann gedacht, das müsste mal jemand Kaschmir richtig gut covern, weil Puff Daddy ist jetzt auch nicht so jedermanns Sache. Dann habe ich danach gesucht, David Garrett, der spielt nur Geige, das echt zu empfehlen, dauert nur 3 Minuten, ziehst dir rein. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Kovac, Kaschmir, ich höre es im Auto natürlich, Wolfsburg ist hier der bessere Tipp, oder? Also sind hier zwar Außenseiter, aber genau das wollen wir ja, das heißt Value mit, dass die Wölfe dieses Spiel nicht verlieren. Du kannst hier auf eine Double Chance gehen, unabhängig von Kaschmir, und bekommst eine 1,73. Denn welche Argumente hat denn Hoffenheim zurzeit, dass sie besser sein sollten? Sie haben eine ewig lange Verletztenliste und die sind hier nicht Favorit in meinen Augen. Ja, genau. Deshalb gehen wir der Trendfolge nach und sagen, Wolfsburg verliert auch dieses Spiel nicht. Schauen wir mal, was passiert. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Gänsehaut
im negativen Sinne, dass du mir jetzt einen Geigenspieler empfehlst. Deshalb möchte ich gerne zum nächsten Spiel kommen und das ganz schnell Kaschmir und alles aus dem Kopf bekommen. Alles klar, ja, jetzt tut er so cool, also der Schalträger sonst, gell? Dann pass auf, also, eine ganz kurze Pantomime. Aber ich muss vielleicht im Ganzen. Das war eine Arschgeige. Oh. Werder gegen Leipzig. Werder gegen Leipzig. Leipzig, starkes Spiel gegen Freiburg. Gegen Freiburg musst du dann auch erstmal so aufzocken können. Rose, super Trainer. Das hat jeder schon gewusst, der den Rose letztes Jahr beim BVB gesehen hat, was der mit dem Team rausgeholt hat. Da, ich weiß nicht, wahrscheinlich war das im Nachgang einfach eine Danksagung, dass sie ihn rausgeworfen haben. Die haben gesagt, danke Rose, du bist der erste Trainer, mit dem wir uns vorstellen können, mittel- und langfristig erfolgreich zu sein. Du bist genauso gut wie Tuchel, nur noch sympathischer. Genau. Ein neuer Klopp. Aber wir wollen jetzt nicht den nächsten Klopp haben, der jetzt 7, 8 Jahre hier alles macht, was er will und gemocht wird und die bla bla bla. Wir schicken dich mal in Urlaub, geben dir eine Abfindung und wenn du Bock hast, gehst du dann zu Leipzig. Ja, geiler Move, ja. Leipzig jetzt Fünfter, 28 Tore geschossen. Bremen zu Hause. Ja, also davon muss Leipzig keine Angst haben. Die Quote auf Leipzig ist 1,87. Gerade noch so spielbar, wenn das der Bremen-Fan sagt, dann sollte man das machen. Ja, weil ganz einfach, Werder hat eine richtig geile Hinrunde gespielt. Ist ja noch nicht vorbei. Wir haben uns ja entschieden, dass wir jetzt noch nicht mal eine komplette Hinrunde abschließen, sondern wir haben uns entschieden, dass wir jetzt nach dem 15. Spieltag erstmal in die Winterpause oder in die WM-Pause gehen. Ja, ich muss nach Katar ein bisschen Urlaub machen. Ja, genau. Da ist halt warm im Winter. Hoffentlich mit Niklas Füllkrug, das wird ja morgen dann bekannt gegeben, also am Donnerstag, je nachdem, ob du dieses Video hier gerade schaust, hoffentlich schaust du noch. Danke dafür, wenn du schaust, dass du das Danke, hier Niklas. Hörst. Auf jeden Fall gehört Werder, wenn man Liste das Ganze betrachtet, irgendwo auf Position 12 bis 15, hoffentlich nicht auf dem Abstiegsrang und Leipzig ist halt einfach Top-3-Team und deshalb glaube ich schon, dass man hier Leipzig guten Gewissens anspielen kann, egal wie es ausgeht. Tipp 0-2. Mhm. Und ehrlich gesagt würde ich auch lieber mit Niklas Füllkrug nach Katar fahren als mit Timo Werner, weil ich glaube, der ist einfach cooler. Ja. Aber da ist es eh, da ist, coole Leute brauchst du da auch, weil es ja auch sehr heiß dort ist. Und das ist ja natürlich auch ein super Urlaubsort. Bayern München hat ja auch dafür gesorgt, dass wir jetzt im Winter dieses tolle Spektakel haben in Katar. Danke Bayern und vor allem Karl-Heinz Rummenigge, der natürlich da verdientermaßen auch dafür mit Rolex-Uhren entschädigt wurde. Ja. Habe ich mir sagen lassen, zumindest Jochen Breyer im ZDF hat das gesagt, falls jetzt jemand mich verklagen will, verklagt Jochen Breyer, wenn dann. Also, ist wurscht, Schalke gegen Bayern, da war das letzte Spiel doch irgendwie so ein 8 irgendwas, zumindest 8-0 im Hinspiel, 4-0 im Rückspiel. Bayern ist ähnlich Sahne drauf, hat jetzt ja gerade Bremen 6-1 weggedroschen und könnte das auch mit Schalke eigentlich machen, obwohl die Schalke jetzt gerade ihren ersten Sieg feiern konnten. Ja, Respekt. Und wenn der Reis 1 kann, dann den FC Bayern München schlagen. Und ich möchte trotzdem mal auf die Asian Handicaps schauen, weil alles andere brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Spekulative würden jetzt sagen, Bayern gewinnt das mindestens mit 4-0. Und da finde ich Bayern minus 2,25 echt gut. Auf der anderen Seite ist es das letzte Spiel vor der WM. Wir haben jetzt gerade schon gesehen, was dem Mané passiert ist. Der darf jetzt nicht mehr mitfahren mit dem Senegal, weil er sich verletzt hat. Verletzt. Glaub, passiert. Der hat den Goretzka gemacht. Ich sag mal so, an dem Spieltag werden jetzt noch einige den Goretzka machen. Also im Sinne von die WM schwänzen vielleicht. Habe ich was nie mitbekommen mit dem Goretzka? Nee, also ist halt immer so das Schlagwort, wenn einer sagt, ja, ein Profi, der noch Eier hat und das ist halt ein Goretzka oder so. Aber und deshalb ist der Mané, weil er sich jetzt verletzt hat, den Goretzka gemacht. Ja. Okay.
Denk mal drüber nach. Aber wie gesagt, dieses minus 2,5 hat doch durchaus Value gegen eine Mannschaft wie Schalke. Andererseits, ja klar, werden sich bei Bayern natürlich einige voll reinhauen, damit sie nicht zur WM müssen. Außer natürlich Musiala, der will unbedingt dahin, will dann der beste Spieler werden und den Titel alleine gewinnen und dann ja natürlich seinen Marktwert steigern. Und das ist auch sein gutes Recht. Also als junger Spieler solltest du nicht für die Verfehlnisse von alten grauen Männern büßen müssen. Deswegen gehen wir auch weiter zu einem Derby, Mainz gegen Frankfurt. Interessante Quotenverteilung, frage ich mich schon ein bisschen, wie die zustande kommt, denn in allen relevanten Statistiken hat ja die Eintracht einfach mega die Nase vorn. Also nicht nur ein bisschen, mega. Also die sind Vierte in der Tabelle, die gewinnen ohne Ende. Die haben, glaube ich, seit dem 5. Spieltag die meisten Punkte von allen Teams gesammelt in der Bundesliga. Also haben wir die ersten paar Spieltage noch nicht ernst gemacht, aber seitdem läuft's. Auf der anderen Seite Mainz, 3 Niederlagen in Folge, gerade gegen Schalke verloren. Und man sollte so schnell wie möglich eine Wette mit Asian Handicap 0 auf Frankfurt abschließen, denn diese Quote wird sinken ohne Ende, wenn alle dieses Video gesehen haben und merken, wie scheiße eigentlich Mainz ist und was das eigentlich für eine kranke Quote auf Frankfurt ist. Ja, Mainz. Spieler möchte ich jetzt nicht sein, weil die werden richtig einen Einlauf bekommen von Bo Svensson. Und wer noch nicht versteht, was Mega bedeutet, laut Alexander Markus bedeutet Mega 1000 Mal oder 1 Million Mal sehr geil. Und deshalb ist diese Wette dementsprechend gut. Und dann haben wir noch Freiburg gegen Union Berlin, auch ein ähnlich cooles Feature wie Bela B. und Alexander Markus oder Chris und ich. Und Dritter gegen Zweiter, die zwei Top-Mannschaften oder die Überraschungsmannschaften des Jahres 2022, kann man hier schon mal eigentlich ihnen gratulieren für diese Saison. Warum nicht einfach mit einem Unentschieden aufhören, warum sich da jetzt wehtun? Freiburg natürlich nicht Favorit in diesem Spiel, deswegen auch sowieso von den Quoten her ein 3,4er Ding. Ja, ich möchte nur eins sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Union Berlin Fans. Die letzten 20 Minuten gegen Augsburg, zumindest das, was man in der Konferenz gesehen hat, war es da unglaublich ruhig und das, obwohl das Team halt auf Platz 2 ist. Die sollten eigentlich so die ganze Zeit Standing Ovations bekommen. Ja, und dann volksverwöhnt. Bitte? Erfolgsverwöhnt. Ja, weiß nicht, was da los war. Vielleicht habe ich irgendwas auch nicht mitbekommen. Vielleicht ist auch irgendwas im Stadion passiert oder die waren mal wieder beim Protestieren. Vielleicht haben sie schon gegen eine WM protestiert. Dann weiß man ja nicht. Und die eisernen Fans, die haben immer so ganz tolle Ideen und so. Aber das fand ich echt enttäuschend, dass sie da nicht ihr Team einfach angefeuert haben oder gefeiert haben. Unentschieden wäre hier, glaube ich, ganz gut. Freiburg dürfte auch leichte Vorteile haben. Aber trotzdem lässt sich da alles spielen eigentlich, außer Union-Sieg. Zwei Siege habe ich am Start für den 15. Spieltag. Leverkusen gewinnt gegen den VfB Stuttgart, Quote 1,75. Wer es ein bisschen reizvoller mag, Asian Handicap, minus 1 für eine 2,15er Quote. Und der Auswärtssieg von Leipzig, 1,87 bei Werderanern, die Winterpause herbeisehen. Und dann haben wir noch zwei spezielle Wetten. Die Kaschmir-Wette auf Wolfsburg beim Asian Handicap 0,5 bzw. Double Chance auf Wolfsburg kriegst du eine 1,7er Quote. Und die unfassbar geniale Asian Handicap 0-Wette auf Frankfurt, dass die dieses Spiel nicht verlieren. Und beim Unentschieden gibt es halt die Kohle zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der Weltmeisterschaft. Yeah! Ciao, ne? Also ich habe ja überhaupt keinen Bock auf diese Lehrbahn. Ich werde mir die so einfach schön saufen. Und für alle Freunde der klassischen Rockmusik nochmal der Hinweis auf David Garrett und die Coverversion Kashmir. Zieh's dir rein.